Der Dollar wird stärker, die Anleiherenditen steigen wieder und die Aktienmärkte werden eine schwere Woche erleben. Das zumindest ist die größere Wahrscheinlichkeit derzeit, wenn man auf Charts und Indikatoren blickt. Am Ende knallt die Peitsche, aber dieser Weg kann ziemlich tricky werden. Wir können Rallyes sehen und eine super Stimmung sehen und dann dreht sich wieder alles um. All das ist drin in dieser Monsterwoche, die ja nicht nur die Inflationsdaten am Dienstag bereithält, sondern natürlich auch die Fed-Entscheidung mit anschließender Pressekonferenz von Jerome Powell und dann am Freitag der große Verfall, 3,7 Billionen Dollar verfallen. Da ist also richtig Action angesagt. Dazu haben wir dann am Donnerstag noch die Einzelhandelsumsätze in den USA, sehr wichtig. Wir haben die Einkaufsmanager-Indizes am Freitag. Also da ist richtig was gebacken und hier sehen wir nochmal diese Monsterwoche im Überblick. Dazu haben wir dann auch Quartalszahlen noch von einigen Unternehmen aus dem dritten Quartal. Also das wird schon richtig heftig, vor allem dieser Optionsverfall, 3,7 Billionen Dollar. Da sind viele, die müssen jetzt in dieser Woche noch etwas ändern, müssen etwas machen. Daher dürfte nach dem doch schwachvolumigen Handel, den wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, diese Woche nochmal richtig in Sachen Volumen reinknallen. Da dürfte ziemlich viel passieren in dieser Woche und im Fokus natürlich das Thema Inflation und das Thema Fed-Entscheidung mit anschließender Pressekonferenz. Hier sehen wir mal die Erwartung für die morgigen Inflationszahlen in den USA, 7,3%, ein Rückgang von den vorherigen 7,7%. Allerdings hatten wir ja jetzt Ende letzter Woche die Erzeugerpreise gesehen in den USA, höher als erwartet, und normalerweise hängen diese Inflationsdaten alle miteinander zusammen. Das heißt, die Erzeugerpreise waren die erste Indikation darauf, dass wohl die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering ist, dass die Verbraucherpreise am Dienstag, am morgigen Dienstag, dann auf der Unterseite überraschen dürften. Und Paul dürfte auch deswegen nochmal klar machen, nee, Zinsanhebungen wird es nicht so schnell geben. Genau die sind aber von den Märkten erwartet und teilweise eingepreist. Schauen wir uns die Lage hier mal an. Das Blaue, was Sie hier sehen in diesem Chart, ist die Erwartung, wie die Fed mit den Zinsen weiter verfahren wird. Also nochmal ein bisschen ein Anstieg und dann sehen wir, dass die Zinsen relativ schnell fallen. Was Sie hier rot sehen in diesem Chart oder gelb, ich bin farbenblind, meine Damen und Herren, dementsprechend nehmen Sie diese Farbaussagen von mir nicht allzu ernst. Jedenfalls sieht man hier dieses Ansteigen unten in diesem Chart, diese gelbe Linie, das ist die Erwartung der Märkte vor einem Jahr. Da hat man also gedacht, dass wir so langsam ein bisschen die Zinsen werden steigen sehen. Das ist nicht passiert. Das ging ziemlich senkrecht nach oben. Dementsprechend ist die Frage, ob die Erwartung der Märkte jetzt stimmt, wenn man erwartet eben, dass die Zinsen relativ schnell sinken. Das scheint auch eine Janet Yellen zu erwarten, die gesagt hat, ja, die Inflation wird deutlich tiefer Ende des Jahres 2023 sein. Nun ja, kommt davon, welchen Maßstab man da nimmt. Die Basiseffekte hier spielen natürlich eine große Rolle, also die Effekte aus dem Vorjahr, respektive der Vergleichswert aus dem Vorjahr. Und hier sagt dann zum Beispiel Mastercard, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Satz, ja, die Inflation hat ihr Peak erreicht, aber sie wird nicht mehr auf das Vor-Corona-Niveau runterkommen. Das heißt, wir werden erhöhte Inflationsraten haben, zumindest deutlich höhere Inflationsraten als eben vor Corona. Und deswegen, sagt Mohamed El-Erian, wird die Fed früher oder später dem Druck nachgeben müssen und ihr Inflationsziel nach oben anheben müssen. Derzeit ja praktisch alle Notenbanken der Welt sagen, ja, 2% Inflation ist das, was okay ist. Das dürfte man früher oder später auf 3% anheben, wenn man sieht, man kriegt es nicht mehr wirklich in den Griff, ohne die Wirtschaft komplett totzuschießen. Und die Wirtschaft ist das zweite Thema. Sehen wir eine Rezession? Ja, nein. Wie hart wird diese Rezession? Oder doch ein Soft Landing, die Aktienmärkte derzeit noch mit dem Soft Landing Szenario, die Anleihemärkte mit einer schweren Rezession, deswegen sind die Zinskurven teilweise so invertiert wie seit den frühen 1980er Jahren nicht mehr. Jetzt mal hier Aussagen von Goldman Sachs, die sagen, es gibt eigentlich keine wirkliche Wahrscheinlichkeit für eine wirklich dauerhafte Upside, für ein dauerhaftes Ansteigen der Aktienmärkte. Warum? Weil wir eben kein Gewinnwachstum sehen werden, sondern die Wahrscheinlichkeit sogar da ist, dass wir eine Gewinnschrumpfung sehen werden. Dementsprechend stellt sich eben dann die Frage auch der Bewertung. Wir haben hier ein Price-Earnings-Ratio von 18 bis 20, je nach Berechnungsmethode, also sehr, sehr hoch. Da darf nichts passieren in Sachen Rezession. Dementsprechend sehen wir, dass
andere US-Banken auch relativ negativ sind. Morgan Stanley sagt, Bear Market not over, 3000 bis 3300, der S&P 500, Bank of America sieht den S&P bei 3000 Punkten, die Deutsche Bank bei 25% nach unten im dritten Quartal. JP Morgan sagt, wir werden die Lows wieder testen, also sehr negative Einschätzungen. Ist das eine Kontraindikation? Die Bullen sagen ja, aber vielleicht ist es eben auch Realismus in Sachen dessen, was da auf uns zukommt, in Sachen Wirtschaft. Und die Anleihemärkte, wie gesagt, die sind sich da unglaublich sicher, was da kommt, und zwar weltweit im Grunde. Wir haben in Deutschland invertierte Zinskurven, wir haben sie in den USA, wir haben sie in allen entwickelten Industrienationen. Dementsprechend sagen alle Anleihemärkte, da kommt eine Rezession, und nie in den letzten mehr als 35 Jahren waren diese Anleihemärkte so sicher, dass die Fed bald die Zinsen senken muss, nachdem man eben diesen Zinsanhebungszyklus dann letztendlich abgeschlossen hat. Auch Öl zum Beispiel deutet jetzt darauf hin. Wir sehen Ölpreisschwäche. Öl ist in der letzten Woche 12% gefallen. Das ist die schlechteste Woche seit April. Und das eben aufgrund der Rezessionssorgen. Trotz der Preisobergrenze der G7-Staaten, der EU gegen russisches Öl, ist Öl eben deutlich gefallen. Auch das ein Zeichen, dass wir wahrscheinlich eine Rezession vor uns haben. Die Anleihenmärkte, wie gesagt, sind da ziemlich einig. Wir hatten beim S&P 500 jetzt die schwächste Woche seit dem September mit einem Fall von 3,4%, der Nasdaq 3,6% gefallen. Das gab es seit einem Monat nicht mehr, aber hier sehen wir den S&P 500, der hat seine 100-Tage-Linie verteidigen können. Wir hatten ja diese 200-Tages-Linie mal kurz überschritten, dann wieder unterboten, und jetzt eben dieses Stabilisieren an der 100-Tages-Linie. Noch wäre übrigens das Playbook wie 2008 intakt, aber das ist nur mal ein kleiner Hinweis. Was dürfte jetzt kommen? Wie gesagt, ich denke, wenn wir uns die verschiedenen Dinge anschauen, die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten anschauen, Dollarstärke, Anstieg der Renditen und schwächere Aktienmärkte, wir sehen, dass wir aus dieser Rising Wedge beim S&P 500 rausgefallen sind. Das impliziert tiefere Kurse. Sehen wir hier nochmal den S&P 500. Hier sehen wir die Rede von Jerome Powell, die Aktienmärkte, hurra, hurra, Rosinenpick, Rosinenpick, wir hören das, was wir hören wollen, und das andere hören wir nicht. Also nach oben, dann an Erkenntnis Stück weit, naja, so fürchterlich dovish war es vielleicht doch nicht, denn Jerome Powell hatte klar gemacht, die Zinsen werden nicht fallen, wir wollen die Zinsen nicht senken, sie werden vielleicht langsamer steigen, aber vielleicht höher steigen, als ihr gedacht habt, und sie werden dann vor allem nicht sinken, in der Summe eigentlich eine hawkische Message. Und hier sehen wir, dass wir dann immer wieder diese roten Kerzen haben. Wir sehen, und das meine ich mit Dollarstärke, dass die Wahrscheinlichkeit gut ist, dass wir bald diesen Ausbruch aus dieser Range sehen beim Dollar. Der Dollar ja zuletzt schwer unter Druck gewesen, jetzt eine Erholung wahrscheinlich. Man bricht aus, kommt dann wieder zurück, stößt nochmal von oben, kommt dann an diesen Trendkanal und dann die nächste Bewegung nach oben. Ähnliches zu erwarten beim S&P 500. Wir haben diese Wedge gebrochen, gehen nach unten, werden vielleicht oben nochmal anklopfen und dann nochmal die Bewegung nach unten. Und dieses Bild bestätigen auch die 10-jährigen Anleiherenditen. Das ist ja praktisch auch das Muster. Gehen Renditen und Dollar nach oben, fallen die Aktienmärkte und umgekehrt. Hier sehen wir, dass eben die 10-jährige Anleiherendite eine positive Divergenz im RSI hat und jetzt eben aus diesem Kanal ausbrechen dürfte. Wir sehen gleichzeitig auch sehr hohe Put-Volumina, was die 10-jährige Anleiherendite betrifft. Man rechnet also mit steigenden Renditen, zumindest einige Player am Markt. Meine Damen und Herren, es gibt vier Sicherheiten im Leben. Die erste Sicherheit, wir müssen alle sterben. Die zweite Sicherheit, wir müssen alle Steuern zahlen. Die dritte Sicherheit ist, dass England aus einer Fußball-WM ausscheidet, weil es Elfmeter versemmelt. Und die vierte Gewissheit im Leben ist, dass Jim Cramer der beste aller Kontraindikatoren ist, die Sie auf dieser Welt finden. Und der sagt, Apple, Amazon, Microsoft und Google, also die großen Tech-Aktien, will fuel the next rally. Kann ja durchaus sein, aber die Frage, wann im kurzen Zeitfenster, würde ich eher nicht behaupten. Also
Vier Gewissheiten, meine Damen und Herren, allein deswegen hat sich ja das Anschauen dieses Videos schon gelohnt, dass Sie mal vier Gewissheiten haben und wissen, was im Leben derzeit passiert. Wir waren gerade beim Elfmeterverschießen und den Briten. Hier sehen wir jetzt, dass dort die Hauspreise respektive the asking prices, also das, was an Preisen gezahlt wird, so schnell fallen wie in den letzten 4 Jahren nicht mehr, weil eben jetzt die Zinsen gestiegen sind, ist klar. Wir sehen einen Rückgang der Hauspreise bisher im Dezember von 2,1%. 1,1 waren wir im Oktober nach unten. Jetzt beginnen möglicherweise bald Streiks in UK. Das könnte ein ganz, ganz großes Thema werden. Auch die Bank of England wird in dieser Woche ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Und wir sehen, dass die Elektrizitätspreise in UK massiv nach oben schießen. Der Grund, kein Wind. Wir haben hier dementsprechend jetzt eine geradezu Explosion der Elektrizitätspreise am kurzfristigen Markt. Dementsprechend ist da einiges los und wir sehen hier mal, wie krass das nach oben geht. Es ist eben die Abwesenheit von Wind. Dadurch müssen diese Dinge ersetzt werden. Das könnte jetzt ab Montag besser werden. Jetzt werden langsam die Temperaturen wärmer ab Mittwoch, so heißt es. Und vor allem könnte wieder etwas Wind kommen. Wir hatten ja sehr wenig Sonne und kaum Wind. Eben in letzter Zeit diese gefürchtete Dunkelflaute, die dann dazu geführt hat, dass überall die Kamine wieder rauchen, die Kohlekraftwerke wieder angeworfen werden. Das wiederum sehr, sehr CO2-intensiv. Kommen wir mal kurz nach China. Hier sehen wir, dass jetzt der Siegeszug der chinesischen Aktien erstmal geendet ist. Wir sehen die Hang Seng China Enterprise Index 3,1% im Minus und das, obwohl ein führender Berater der Regierung gesagt hat, ja, Omikron ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Nun ja, das macht natürlich die Maßnahmen der letzten Jahre durchaus sinnvoll, die Leute hier komplett wegzusperren. Jetzt ist es so, dass immer mehr Leute Corona bekommen, sehr wahrscheinlich, dass aber nicht wirklich festgestellt wird, weil immer weniger getestet wird. Jetzt hat die Partei entschieden, dass man bestimmte diese Travel Codes abschalten wird, sodass man gar nicht mehr genau weiß dann, wo die Leute in den letzten 3 Jahren gereist sind. Die Chinesen wissen ja alles über ihre Leute. Aber genau das wird jetzt ein Stück weit abgeschaltet. Insgesamt ist da etwas Riesiges im Gange aus meiner Sicht. Denn jetzt passiert Folgendes. Jetzt erzählt man den Leuten, Corona ist doch nicht so schlimm, nachdem man sie vorher so drangsaliert hat, so eingesperrt hat, so gelockdownt hat. Mit aller härtesten Methoden, Quarantänestädte etc. etc. Jetzt ein Ansturm auf Krankenhäuser in China. Es gibt zu wenig Medikamente, die Geschichte gerät außer Kontrolle. Es gibt in China praktisch kaum niedergelassene Ärzte wie in Deutschland, sondern wenn man krank ist, geht man sofort ins Krankenhaus. Und dementsprechend sehen wir hier einen riesen Ansturm auf die Krankenhäuser und die Leute sehen jetzt, die Regierung hat uns permanent Unsinn erzählt, offenkundig, entweder lügen sie jetzt oder sie haben vorher gelogen mit dieser Geschichte, Omikron ist doch gar nicht so gefährlich, dann sieht man bei der Fußball-WM, wie letztlich alle anderen schon längst irgendwie keine Masken mehr haben, während man ihnen erzählt, ja, das ist doch das Beste an Corona, was ihr auf der ganzen Welt findet hier in China. Viele Leute wissen, dass die sozusagen mit westlichen Firmen zusammenarbeiten, aber die allermeisten Chinesen, die erfahren nichts oder so gut wie nichts, was außerhalb von China passiert. Und das sorgt jetzt für eine Situation, wo, wenn die Sache jetzt gefährlich wird, die Leute müssen sich vorstellen, waren ja permanent in Quarantäne. Wenn die jetzt alle wieder zusammentreffen, dann dürfte deren Immunsystem nicht gerade vorbereitet sein auf das, was dann da kommt, nämlich auch Grippe, nämlich verschiedenste Krankheiten, die dann ziemlich schnell nach oben gehen dürften. Das wiederum dürfte man der Regierung dann anlasten, sodass das ein wahnsinniger Legitimitätsverlust ist von Xi Jinping, der ja auf dem Hochpunkt seiner Macht schien und jetzt am vulnerabelsten ist, weil schlichtweg dieser Gesellschaftsvertrag nicht mehr eingehalten wird. Der lautet, ihr haltet den Mund, dafür kriegt ihr Wohlstand. Jetzt ist dieses Wohlstandsversprechen nicht mehr garantierbar. Deswegen geht die Jugend auch auf die Straße, weil sie sieht, wir können keine Wertspeicher mehr bilden. Das ist das große Thema, das uns noch lange beschäftigen wird. Lange beschäftigen könnte uns auch die Situation in Odessa.
die Stadt ohne Strom. Und Odessa ist bekanntlich ja der wichtigste Hafen in Osteuropa, über den wahnsinnig viel Weizen transportiert wird, etc. etc. Der Weizenpreis noch relativ weit unten. Die Russen haben sich geäußert und gesagt, ja, wir haben mit den Amerikanern gesprochen, da sehen wir aber keinen konstruktiven Ansatz bei den Amerikanern. Es kann bis zu 3 Monate dauern, bis der Strom wiederhergestellt wird in Odessa. Die Bewohner werden aufgefordert, eben die Stadt zu verlassen. Das ist schon eine neue Eskalationsstufe, könnte man sagen. Das wird auch noch eine sehr wichtige Geschichte und vielleicht auch mal wichtig, hier sagt jemand, der aus dem Energiesektor große Dinge bewegt. Was wir hier erleben, das hat sehr wenig mit Putin zu tun, nämlich diese Energiekrise, sondern das ist etwas, was 2018 begonnen hat und was man dann schon sah, dass es sich materialisiert, nämlich dass man letztendlich keine Investitionen mehr in konventionelle Energieträger gemacht hat und sich eben komplett in Richtung Renewables, also erneuerbare Energien, verschoben hat. Und naja, wenn dann eben solche Geschichten passieren, wie dass kein Wind weht oder wenig Sonne ist, dann hast du ein Thema und dann hast du Mangel, weil wenn du das Angebot verknappst in einer Situation, wo du eh zu wenig hast und dich dann wunderst, dass die Preise steigen, dann solltest du vielleicht mal einen Grundkurs in Elementarlogik besuchen. Das scheinen viele eben nicht zu tun und sind dann überrascht über den Preisanstieg. Dann werden die Leute hintenrum wieder subventioniert, was man vorne rum teurer gemacht hat. Es ist unglaublich, da wird die Staatsquote nach oben geschoben. Naja, und da kann man natürlich nur begeistert sein. Kuhhandel zwischen Zinsschritt und Quantitative Tightening, das bezieht sich auf die EZB, die dürfte auch den Zins um 0,5% anheben jetzt in dieser Woche, aber eben auch beginnen mit dem Quantitative Tightening, also Reduzierung der Bilanzsumme. Hier gibt es Falken und Tauben innerhalb der EZB, da werden wir in dieser Woche noch einiges drüber hören und 2 Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren, S&P 500 und DAX. Verderben Fett und Inflation, das Jahresfinale, ein guter, großartiger Überblick wieder über das Geschehen und Zentralbanken beginnen zurückzurudern. Da werden Sie wahnsinnig viele Dinge finden, die hochinteressant sind über das, was auf der Welt derzeit passiert. Also 2 Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.